Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Woche. Heute geht es um Reinigung von Frequenzen, die uns negativ beeinträchtigen. Die Frequenzen, sagt Anrei, sind nicht von dieser Welt und die tun uns nicht gut. Und das machen wir gleich in der ersten Folge des Jahres, damit wir perfekt und super gereinigt und neu ins neue Jahr starten können. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Liebe. Denn ich finde, wir sollten die Liebe auf der Erde erhöhen und nicht erniedrigen. Und ich freue mich auf dich. Bleib dran. Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Woche. Ich habe wieder Anrei eingeladen. Wir haben das beschlossen bei der letzten Folge. Hallo, herzlich willkommen, Anrei. Hi Christina. Hallo. Ich habe mich so gefreut, dass du gesagt hast, du willst mit mir eine wundervolle erste Januarwoche-Folge machen, weil wir beide so dahinter stehen, dass das Jahr neu und besser und positiver und schöner beginnen soll, als wir es beendet haben, oder? Ja, perfekt. Du hast uns heute wieder ein paar, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ein paar Sachen mitgebracht, die wir noch nicht kennen. Super, super spannend. Du hast es mir schon gerade ein bisschen erzählt. Ich bin total gespannt. Du erklärst uns auch, was wir reinigen und wie wir es reinigen. Und du machst uns sogar eine Reinigung hier wieder live. In dieser Folge. Finde ich total toll, Anrei. Vielen Dank. Lass mal gleich ein bisschen was wegmachen wieder. Genau, Mal genau. Ja, genau. Also, falls ihr ihn noch nicht kennt, Anrei heißt Stefan Sieberer. Anrei ist sein Seelenname, glaube ich, hast du letztes Mal gesagt. Genau. So ein Erst. schönes, genau, dein Seelenname. Und wir haben schon eine Weihnachtsfolge gedreht, die habt ihr schon gesehen. Und jetzt machen wir die Januarfolge. Bei der Weihnachtsfolge hat er uns ein Kehlkopfchakra-Reinigung gemacht. Es war brutal. Also ich habe das so gespürt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen hat. Schreib es gerne unter der Folge. Also wir freuen uns über alle Kommentare. Folge Stefan, folge mir, wie auch immer, wen du folgen möchtest. Oder folge uns beiden, abgesehen davon. Verfolge unsere Arbeit und lass dich inspirieren von uns. Wir fangen an, lieber Stefan, lieber Anrei. Was machen wir heute? Um was geht es heute? Ja, wir werden ein paar Sachen wieder in den Fluss bringen, sage ich jetzt mal, in der Reinigung. Es gibt leider bei uns auf dem Planeten ein paar Frequenzen, ein paar Energien, Strahlungen, wie es immer das uns benennen mag, die nicht von unserem Planeten sind, aber mega negativ auf uns wirken. Und in der heutigen Zeit braucht es auf unserem Planeten einfach wieder höher schwingende Energien, die genau diesen gegenwirken oder diese wieder bereinigen. Und da gibt es zum Glück Energien, die auch nicht von unserem Planeten sind. Zum Beispiel lemurianische Kristalle, mit denen wir heute arbeiten werden oder die ihr heute fühlen dürft. Diese lemurianischen Kristalle, die sind energetisch in meinen Handchakra, in meinen Stirnchakra, in meinen Fußchakra und die kann man jederzeit aktivieren. Und da werden wir heute ein bisschen was erfahren. Und ich würde gern eben anfangen mit der Aktivierung der Gehirnströme. Alpha, Beta, Gamma-Wellen. Wir haben eben Gehirnströme, die nicht nur im Gehirn messbar und aktiv sind, sondern die auch durch unseren ganzen Körper fließen. Und die können aus verschiedensten Gründen eben blockiert sein, nicht mehr im Fluss sein oder in Disharmonie sein. Durch Kleinigkeiten wie zum Beispiel, dass man sich mal die Hand gebrochen hat, dann kann sein, dass da dieser Gehirnstrom, dieser Gehirnfluss nicht mehr aktiviert ist und dann ist er blockiert. Und wir werden alle Gehirnströme aktivieren, dass alle wieder wundervoll durch den Körper fließen. Das, was in der jetzigen Zeit auch aktuell ist, eben mit Corona-Impfung. Corona-Impfung dämpft sofort die Gehirnströme und macht die sofort lahm. Und die werden wir wieder aktivieren.
Zum Beginner zum Beispiel, da die Song. Und dann, Perfekt, machen wir das. seid ihr bereit? Starten wir gleich mit dem ersten. Absolut, bin da. Dann am besten wieder gut hinsitzen, dass ihr gemütlich sitzt. Wenn ihr eine enge Hose anhabt, einen Gürtel, könnt ihr gerne den ersten Knopf aufmachen, den Gürtel aufmachen, das richtig bequem ist. Wer Brillen aufhat, kann die Brillen ablegen. Die braucht man jetzt gerade nicht, damit einfach alles schön frei ist. Füße gut am Boden, Hände nicht verschränken, Finger nicht verschränken. Einfach, dass ihr offen und frei da sitzt. Am besten die Augen schließen und hineinfühlen, weil durch das Hineinfühlen darf oft viel mehr passieren. Und dann könnt ihr auch fühlen, wenn sie irgendwo im Körper irgendwas tut, irgendwas wahrnimmst oder spürst, dann war da die Disharmonie und da fängt es dann wieder zum Fließen an. Wer im Alltagsgedanken gefangen ist, kann ganz leicht den Mund geöffnet halten, dann schaut es hier noch ein bisschen aus. Und dann starten wir schon. Es werden jetzt die Gehirnströme wieder aktiviert, Alpha, Beta, Gamma-Wellen.
Ihr dürft so ein bisschen Wasser trinken. Wie fühlst du dich? Wie geht's euch? Also bei mir ist als erstes mal eine Träne gelaufen. Ich musste schon wischen. Und es wurlt in meinem Kopf, wie wenn da so Blut rauschen würde. Genau. Ich hatte ein paar Stellen im Körper, wo ich es gespürt habe. Mir geht's gut. Ich fühle Sehr mich freier. schön. Ja. Für was sind die Gehirnströme? Weil ich denke, Gehirnströme, ich weiß gar nicht, für was die sind. Warum, wie helfen die uns? Die Gehirnströme sind einfach aktiv und die macht einen gewissen Fluss bei uns, nicht nur im Gehirn, sondern eben auch im ganzen Körper. Und wenn irgendwo was blockiert, dann ist es bei uns, wie bei uns irgendwas blockiert war. Man fühlt sich oft nicht so wohl, man kann sich oft nicht so konzentrieren, man kann nicht so gut und so tief schlafen, man ist nicht präsent, man ist nicht geerdet. Lauter Dinge, die uns im irdischen Leben einfach bremsen oder schwächen. Sehr schön. Und die alle wieder aktiviert sind, immer wieder fließen. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Genau. Super. Und weiß nicht, dann können wir ein bisschen noch was erzählen, warum es so gut ist, dass man ja so Blockaden, niedrig schwingende Energien, Frequenzen, die für uns einfach schädlich sind, warum wir die wegmachen. Ist einfach für unsere Lebensqualität einfach gut. Menschen können oft aggressiver werden, viel müder sein oder einfach auch Schmerzen haben im Körper. Und was ja jetzt in der jetzigen Zeit einfach sehr aktuell ist, ist dieses künstlich erzeugte Drama auch oder mit diesem Corona-Impfen und diese ganzen Maßnahmen, wo die Menschen dann wieder eingesperrt werden und dann wieder nicht. Und da ist einfach gut, dass wir Menschen einfach immer bei uns bleiben, in unserer Liebe bleiben und uns da nicht rausbringen lassen. Weil es gibt einfach wirksame Energien auf unserem Planeten, die was einfach von Wesenheiten sind, die den Menschen nicht positiv gestimmt sind, auf uns einwirken. Und genau diesen Wesen nähren sie von Angst, von Trauer, von Wut, von Hass. Und diese Gesellschaft, die so einfach auch so aufbaut durch Medien, durch verschiedenste Giftstoffe in der Luft, im Wasser, im Essen, da wo einfach die Menschen dann diese Emotionen aufnehmen oder aktivieren. Wir Menschen, wenn wir schlüpfen, wenn wir als Babys kommen, wir sind frei von diesen niedrig schwingenden Emotionen, von Involvierungen. Wir sind einfach, wir sind einfach. Und im Laufe unseres Lebens wird es bei uns programmiert, diese niedrig schwingenden Emotionen wie Hass, Trauer, Wut, Angst, das fängt relativ schnell schon an. Oft als Baby fängt es dann schon an, weil wir das aufnehmen einfach. Und wenn wir immer bei uns bleiben, in unserer Liebe, in unserer Mitte, und merken, jetzt fängt es an, dass ich mich schon wieder involviere oder dass ich schon wieder anfange, dass jetzt das zum Beispiel ein Gefühl von Trauer, von Wut oder von Hass kommt. Ich habe das immer so bei mir geübt. Ich sage dann immer, schnaufe tief ein, Andrei, bleib bei dir. Und dann merke ich sofort, geh aus dem Kopfkino raus. Diese Energien, was teilweise für andere sind, sind gar nicht deins. Ich steige da jetzt gar nicht in dieses Feld rein. Ich bleib bei mir. Und es ist oft eine Übung. Die ersten Male funktioniert es vielleicht nicht so gut, aber irgendwann merkt man dann, boah, jetzt habe ich es integriert. Ich steige gar nicht mehr ein. Ich steige gar nicht mehr ein auf das künstlich erzeugte Drama von meinem Ehepartner, von meiner Ehepartnerin oder von meiner besten Freundin. Und somit nähern wir diese Energien der, ich sage jetzt mal, Wesenheiten, die uns nicht gut gesinnt sind. Und damit haben die auch keine Kraft mehr. Und Liebe ist aus meiner Sicht die stärkste Kraft. Man kann mit Liebe auch alles heilen, alles. Die größten Wunder kann man mit der Liebe bewirken. Sehe ich Und auch ab so.
bei der Impfung. Ich sage immer zu den Menschen, ob es eine Zeckenimpfung ist oder egal was für eine Impfung, die größte Impfung, der größte Impfschutz ist die Liebe zu dir selbst. Und aber die Kinder, der größte Impfschutz ist die Liebe zu meinen Kindern. Weil es entsteht einfach ein starkes Feld. Und dieses starke Feld, das ist einfach stärker als irgendwas Negatives. Liebe ist die stärkste Macht. Yes. Und ja, es entstehen halt leider auch durch diese Einflüsse Energien einfach Disharmonien bei uns im Körper, wie jetzt zum Beispiel bei der Corona-Impfung. Das ist einfach jetzt eine neueste Form von Impfstoff, der die DNA verändert. Die RMA-Impfung verändert die DNA bei uns Menschen. Und das kann dann einfach viel bewirken in uns, dass Menschen einfach oft ihr Wesen verändern, aggressiver werden oder dass mega viele Krankheiten rauskommen. Ich habe mal eine Ärztin gefragt, warum das so ist bei dieser Corona-Impfung, weil die hat da mega viele, unter Anführungszeichen, Impfschäden, also mehr wie bei einer anderen Impfung. Und die hat mir das erklärt, dass wenn dieser Stoff reinkommt, das ist ja auch dieses Negative, und der Körper soll dann einfach einen Schutz gegen das aufbauen, damit er immun wird. Und dann ist der Körper so beschäftigt, das zu bekämpfen, was in dem Impfstoff drinnen ist, damit er für alles andere keine Energie hat. Und dann kommen alle Krankheiten, alles, was nicht positiv läuft, den Körper dann voll raus. Und das schwächt den Menschen mega. Und ja. Und genauso wie Funk, oder? Ja. Frequenzen. Unsere Funkfrequenzen, die ja immer mehr werden und immer stärker werden. Genau, 5G-Strahlung, eben bei der Handystrahlung, das wird alles viel mehr. Diese Frequenzen oder diese radioaktive Strahlung, die ist auch nicht von unserem Planeten. Und da können wir nur gegenwirken mit wieder hochschwingenden Energien, was wieder nicht von unserem Planeten sind. Genau, du hast gesagt, die Lemurischen. Genau, die lemurianischen Kristalle. Lemurianischen. Eine ganz hochschwingende, mega schöne, feine Energie. Ich habe das jetzt einmal gehört, gespürt. Warum es vielleicht erklärt, man kann Energie auch hören. Gespürt, wie feinfühlig oder wie ganz eine feine Energie, ganz eine feine Frequenz diese lemurischen Kristalle oft wirken. Und diese Kristalle, es gibt eben zwei blaue in den Händen, einen roten im Stirnchakra und zwei schwarze im Fußchakra. Oft meinen die Menschen, boah, schwarz, negativ und dunkel. Ist aber nicht so. Schwarze Kristalle haben einfach eine mega starke Wirkung und haben einfach eine mega schöne Energie und sind alles andere als ja negativ. Und ganz Das schön. sind meistens für Reinigung, oder? Ja, Reinigung, Erdung ist auch viel dabei bei den Schwarzen. Und die sind wieder in Verbindung mit Sonnen. Es hat ja bei uns früher auf dem Planeten Erde drei Sonnen gegeben. Leider ist dieses Wissen noch nicht irgendwo geschrieben, aber das kommt jetzt immer mehr raus. Und durch intergalaktische Kriege sind diese Sonnen abgeschossen worden. Und dadurch, dass auf unserem Planeten ein Leben ohne Sonne nicht möglich wäre, haben wir von der Zentralsonne jetzt diese gelbe Sonne gespiegelt bekommen, wo wir sehr, sehr dankbar sein können, weil wir brauchen auch unbedingt dieses Vitamin D. Es ist leider nur Menge zu wenig für uns Menschen, darum ist es oft gut, ein bisschen was zuzuführen, wo man merkt, man hat zu wenig Vitamin D. Und diese Kristalle sind in Verbindung mit den Sonnen, mit der blauen, mit der roten und mit der schwarzen Sonne, die energetisch auf unserem Planeten also noch verankert sind. Okay. Und die Energien, mit denen aktiviert man die Gehirnströme und mit denen kann man mega viel Heilung machen. Okay. Was hast du uns noch mitgebracht? Was hast du am Anfang gesagt? Ja, eben, dass wir jetzt schauen, dass wir eben so gewisse Blockaden durch diese Kristalle auslöschen oder bereinigen, die eben entstanden sind, wie zum Beispiel die irreparablen DNA-Schäden von der Impfung. Oder ich meine, das ist jetzt einfach aktuell auf dem Planeten. Es gibt schon ganz viel mehr. Oder diese Stäbchentests in der Nase, die machen ja ganz viel kaputt und dann kommen Stoffe rein, die nicht positiv sind. Und Menschen immer Masken tragen müssen. Das ist einfach schädlich für die Lunge. Ist schädlich, es kommt zu wenig Sauerstoff ins Gehirn. Dann kommen über die Masken wieder so Plastikteilchen und alles Mögliche bei uns im Körper. Und die werden wir jetzt alle rausreinigen. Weil ich glaube, Masken hat jeder mal irgendwo noch mal tragen müssen.
und einmal vielleicht einmal so einen Corona-Test machen müssen. Das ist einfach jetzt aktuell auf unserem Planeten. Es gibt ganz viele andere Sachen. Und die werden wir jetzt einmal mit diesen lemurischen Kristallen alle rausreinigen, die irreparablen DNA-Schäden wieder reparieren. Es gibt bei uns auf dem Planeten leider keine Stoffe, also unsere Heilkräuter, die Heilsteine, die Medizin ist leider zu wenig, das wieder zu reparieren. Aber zum Glück haben wir ja Hilfe von unserer unsichtbaren Welt und wir können das wieder reparieren. Gut, sehr schön. Wenn ihr bereit seid, dann sitzt Ja, ihr ich schalte bitte. dich wieder um. Moment. So, jetzt. Könnt ihr noch vorher alle einen Schluck Wasser trinken? Genau, die Brillen könnt ihr wieder ablegen. Einfach dann wieder gemütlich hinsetzen. Am besten die Augen schließen, damit ihr wieder in euch hineinfühlt. Und dann starten wir schon.
Ihr Lieben, dürft ihr wieder ein bisschen Wasser trinken? Vielen, vielen Dank. Gerne, bitteschön. Drei Heilungsreinigungen von dir innerhalb von kurzer Zeit. Sehr, sehr schön. Mir geht es jetzt so gut, ich kann nichts mehr sagen. Mir geht es wirklich gut. Andrei, vielleicht sollten wir den Menschen noch sagen, jetzt sind sie ja gereinigt. Wir haben Frequenzen ausgeleitet. Und du hast ja gesagt, das ist ja auch mein Motto, die Liebe ist das Wichtigste, Liebe ist die stärkste Kraft. Vielleicht gibt es noch einen Tipp von dir. Was können die Menschen tun, um noch mehr Liebe in ihr Leben zu integrieren? Ich finde, Klarheit ist mega wichtig. Klarheit zu schaffen in allen Bereichen. Und dass man immer in der Liebe bleibt und alles nur Licht und Liebe ist, das ist einfach auch nicht die Wahrheit. Sehr gut, vielen Dank. Auch übertrieben. Und oft will man sich einreden, alles ist Licht und Liebe. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass eben auf dem Planeten Energien herrschen, dass wir Emotionen haben, dass wir menschliche Wesen sind. Und wir dürfen einfach auch schon mal auf den Tisch schauen, wann irgendwas nicht passt. Es ist sogar wichtig, es zu kommunizieren, es auszusprechen. Und eine gute Partnerschaft zum Beispiel kann nur funktionieren, wenn viel kommuniziert ist. Und da gehört einmal dazu, dass einmal kracht, dass jeder seine Meinung sagt. Dann ist alles wieder frei bei jedem. Es ist kommuniziert worden, ganz wichtig. Und dann können sie wieder ganz nah sich wieder begegnen und sagen, du schau her, wir wissen beide, wir lieben uns und das hat mit dem anderen nichts zu tun. Und dann kommt wieder die Liebe. Aber erst braucht es einmal diese klare Aussprache, diese Klarheit. Und das in allen Bereichen. Schaut, dass eure Schubladen ausräumt, die so überfüllt sind, dass ihr Ordnung bringt. Und dann merkt Du meinst jetzt in echt, oder? Die Schubladen in echt, also nicht meine eigenen. In echt, wenn du Okay. die aufräumst, merkst du, dass du innerlich auch immer mehr zu dir kommst. Ja, immer klarer wirst. Klarer. Und dann kannst du die Liebe zu dir immer mehr spüren. Das ist eine mega wichtige Essenz, die Liebe zu sich selbst. Weil dann kann man sie ausstrahlen nach außen. Und dann kann man die nach außen tragen, die Liebe. Und die anderen Menschen, Tiere, Pflanzen mit dieser Liebe begegnen. Also ihr habt das gehört, liebe Leute, fangt jetzt mit dem Frühjahrsputz an. Räumt jetzt eure Schubladen schon aus. Es ist nie zu spät. Nein, genau, und auch nie zu früh. Also wartet nicht bis März oder April, jetzt schon anfangen. Super. Aber du sprichst immer über das Kehlkopfchakra. Das ist sehr spannend, weil ich hätte jetzt gesagt, man darf auch traurig sein, man darf auch mal Angst haben. Und du sagst, man muss kommunizieren, man braucht Klarheit. Das ist dir anscheinend sehr, sehr wichtig, oder? Es ist einfach bei uns Menschen mega wichtig, weil diese Kommunikation einfach auch bewusst kaputt gemacht, unterdrückt worden ist, wie immer, durch verschiedene Programmierungen in der Kindheit, schon in der Schule. Und es ist aber für uns mega wichtig, dass wir alles aussprechen dürfen, in Klarheit, in Liebe. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man sollte sich nicht zurückhalten um der Harmonie willen. Und klar darf man mal traurig sein, aber wenn man irgendwann das so integriert hat, dann ist dieses Feld nicht mehr da. Diese Ja. In und man ist nicht mehr verletzt, wenn irgendwer was sagt. Oder das ist dann echt mega starke Essenz aus dem tiefsten unseres Inneren. Das stimmt wirklich, das stimmt wirklich. Genau so ist es. Es kann jemand sagen, was er will, wenn es für dich nicht stimmt oder wenn es dich nicht mehr trifft, dann bist du raus. Dann bist du in der Liebe. Genau Und so ist es. Spürt. Okay, ich spüre es, ich bin kurz traurig, aber ich steige nicht bewusst in das Feld ein. Bei uns Menschen ist es so, wir suhlen uns oft in Drama. Oh, wie arm bin ich. Und immer kennt jeder. Dieses Opferbewusstsein, meinst du? Ja, die Opferrolle bewusst nur einsteigen, weil es ist bequemer drinnen und es ist einfacher drinnen. Stimmt Aber ich. eigentlich gar nicht, gell? Eigentlich stimmt es gar nicht, weil es ist nicht bequemer und es ist nicht einfacher, weil es viel anstrengender. Es ist anstrengender, aber
wenn, sonst müsste man was verändern. Und das Ja. war oft nicht. Drum ist es für die bequemer. Ja, genau. Drama. Ja, Aber scheinbar es auch die aus, jeder schafft es. Vor allem mit deiner Hilfe. Sehr, sehr gut. Die Menschen dürfen dich anschreiben. Die dürfen zu dir kommen. Ich verlinke natürlich wieder seine Website unter der Folge, damit ihr wisst, wo ihr ihn erreichen könnt. Er ist ziemlich viel unterwegs. Du bist gerade jetzt im Hotel. Wo bist du gerade? Fulda, In Germany. Fulda. In Germany. Germany. Ja, genau. Also bei uns. Sehr, sehr schön. Stefan, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich sagen soll oder was ich fragen soll, weil es ist einfach so vieles heute gesagt worden und gemacht worden von dir, auch energetisch. Vielen, vielen Dank für diesen Einstieg ins neue Jahr 2023. Den haben wir gebraucht. Wird vielen, vielen Menschen weiterhelfen, die nicht gewusst haben, was sie machen sollen oder wie sie es machen sollen. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Gibt es denn noch irgendetwas, was du noch sagen möchtest, wo du sagst, hey, das habe ich vergessen, das möchte ich unbedingt noch erwähnen? Ganz wichtig. Ich wünsche jedem noch ganz, ganz, ganz mega viel Erfolg für 2023, den Erfolg für seine Visionen, seine eigenen Visionen in Kraft zu bringen. Ganz viel Glück, ganz viel Liebe, wundervolle Momente, wunderschöne Begegnungen mit anderen Menschen und die Schönheit zu sich selbst und zu dem anderen. Und das Allerbeste für euren Weg, jetzt und immer. Oh, vielen, vielen Dank, super. Jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Da wollte ich mich dazu, mir fällt das Wort nicht mehr ein, also du hast mich ein bisschen durcheinander gebracht. Ich möchte dasselbe sagen, so könnte ich das sagen. Für euch alle ein wundervolles 2023 und ihr kennt mein Motto, sprecht es mit, let's spread the love. Deine Christina und dein... Andra, yeah. Tschüss. Tschüss. Bye bye. Love, love, love. I am pure.